Seid gegrüßt. Ich warte. Ja, wir werden jetzt, wie ich letztes Mal ankündigte, uns um die Belange des Heerführers dieser Stadt oder zumindest des Führers der Wache dieser Stadt kümmern. Erstmal müssen wir aber noch mit Lelbor und Dilfin sprechen, würde ich sagen. Ich hoffe, das bringt was. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ihr macht ja keinen Ärger, okay? Wir haben schon genug Probleme mit diesen Auftragskillern. Wie viele wurden denn schon ermordet? Etwa 15 wurden in den letzten Tagen ermordet. 12 von ihnen waren Händler aus anderen Städten. Deswegen trauen sich die Händler auch nicht mehr in die Stadt, geschweige denn, dass sie die Stadt betreten würden. Ich schätze mal, dass dies beabsichtigt war. Der Clan muss früher oder später aufgehalten werden. Klingt nach einer brillanten Strategie. Ich bewundere denjenigen, der dahinter steckt. Nee, wir bewundern hier niemanden. Und du, Dilfin? Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Kann ich euch helfen, Reisender? Was hat diese Stadt für Verteidigungsfälle zu bieten? Dieses Haus ist der Stützpunkt der Stadtwache von Riatarin. Zu eurem persönlichen Schutz gibt es südlich von hier eine Waffenschmiede. Und ein Magier treibt sich im gleichen Gebiet herum. Er verkauft magische Dinge. Ausgezeichnet, dann werde ich mal dorthin gehen. Oder dorthin begeben. So gehen wir hier rein. Und schauen wir uns um. Vielleicht finden wir was Interessantes. So, Leute. Soldat. 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 Ist schon Kommode. Geschehen. Ja, verstanden. Immerhin, guck dich mal um. Bücher. Mehr Bücher. Noch viel mehr Bücher und ein... Ey, das wollte ich haben. Und ein Unsichtbarkeitstrank. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Ja, es freut sich. Wir nehmen derzeit den ganzen Laden aus. So wie das nun mal richtig ist. Ein Soldat. Hier gibt's nichts. Sir Mardus. Soldat, dann reden wir doch mal mit der... Sir Mardus. Ich bin dabei. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Wollt ihr euch der Wache anschließen? Nein, mir wurde aufgefragt, den ranghöchsten Offizier hier aufzusuchen. Zu dumm. Ihr seht aus, als wärt ihr eine gute Verstärkung. Okay. Wenn es sonst nichts gibt, dann gehen wir mal nach unten. Tüdelü. Wir haben Spaß. Ganz viel sogar. Oder so in der Art. Und das haben wir hier. Eine Tür, die nicht funktioniert. Eine Treppe, die nach oben führt. Soldaten. Ein Tisch. Mit nichts. Und mehr Soldaten. Und du bist Amaroch. Mit einer hübschen roten Rüstung. Kommt mir bekannt vor. Ich würde dich gerne umbringen, um zu gucken, ob die jetzt wirklich die Rüstung ist, die ich denke, dass sie es ist. Dann hatten wir nämlich schon mal zwei Stück davon. Und eine habe ich mittlerweile verkauft. Schön. So, dann speichern wir mal und fangen wir mit Amaroch ein Gespräch an. Seid mir gegrüßt und fest im Glauben. Willkommen, Abenteurer. Ich bin Amaroch und ich möchte euch fragen, ob ihr uns bei der Suche nach unserem Anführer, der Stadtwache, behilflich sein wollt. Ihr werdet mir schon etwas mehr erzählen müssen, damit ich mir ein Bild von der Situation machen kann, Amaroch. Ausgezeichnet. Ich werde euch die Situation darlegen. Unser Anführer, Ivralos, brach vor 4 Tagen nach Adkatla auf, um über die Handelsprobleme zu sprechen. Wir hängen von Adkatlas Hafen wegen unseres Exports und unseres Reichtums ab. Unsere gute Verbindung zu verlieren ist nicht sehr zuträglich für Riatarin. Um unsere Handelsbeziehung nicht zu verlieren, beschloss er persönlich zu erscheinen, anstatt einen Boten zu schicken. Ja, der Wachmann draußen hat mir einiges erzählt. Um was genau handelt es sich dann? Was? Der Wachmann draußen hat euch dies gesagt?
Was hat er euch gesagt? Sprecht! Beruhigt euch wieder. Er hat nichts weiter gesagt. Ich entschuldige mich für meinen Ausbruch. Es ist nur... Ihr seht, wie er schwitzt. Dass der Druck steigt. Das kann ich akzeptieren. Er erzählt mir, was zu tun ist. Ivralos wollte sich im Regierungsviertel mit dem Leiter des Exports in Azkatla, Aramia Estrel, treffen. Ich würde euch raten, dass ihr nach Azkatla zurückkehrt und mit dem Torwächter sprecht. Wenn Ivralos die Stadt erreicht haben sollte, dann wird er es wissen. Wenn nicht, dann geht direkt zu Aramia und stellt fest, ob dieser mehr über die Situation weiß. Ich habe verstanden. Ich werde sofort nach Azkatla aufbrechen. Alles, was jetzt noch zu tun wäre, ist einen kleinen Zauber auf euch zu legen. Was soll das für ein Zauber sein? Und wofür ist er gut? Es handelt sich hierbei um eine simple Aura, die den Bewohnern von Azkatla den Eindruck vermittelt, dass ihr mit guten Absichten unterwegs seid. Mehr nicht. Ich verstehe. Dann sprecht euren Zauber, damit wir aufbrechen können. Und wo ist die Antwort? Ich will deinen dreckigen Elfenzauber nicht. Ja, dann gib ihn her. Wenn ihr euch auf den Weg gemacht habt, dann haben wir hier viel zu planen und zu beratschlagen. Es wäre klug von euch, wenn ihr dieses Haus nicht mehr betreten würdet, da wir seine Zugänge mit Bannzaubern schützen werden. Und beeilt euch, ihr dürft nicht mehr als 2 Tage nach Azkatla brauchen. Unsere Stadt kann nicht viel länger warten. Ja. Auch wenn du kein Elf bist, will ich deinen dreckigen Elfenzauber immer noch nicht. Nein, mach ihn weg, genau. Zauber deine eigenen Leute an. Wir gehen hier raus. Behalt den Dreck für dich. Das sah aus wie ein Magiebandzauber. Vielleicht auch was anderes. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Bestimmt sterben wir jetzt in 2 Tagen. So. Ach, wir brechen automatisch auf, oder wie ist das? Sequenz. Den richtigen Text, oder? Die Küste ist Freimeister. Ah, da haben wir ihn ja. Irgendjemanden zumindest. Das habt ihr gut gemacht, mein Lieber. Alles scheint nach Plan zu verlaufen. Aber ihr solltet wissen, dass jene, die nach Azkatla geschickt wurden, äußerst mächtig sind. Mein Kleriker spürte, dass einer von ihnen das Blut eines Gottes in seinen Adern hat. Aber wir haben doch unsere Seele verloren. Das war unser Plan, mein Lieber. Azkatla wird dank der Aura bemerken, dass die auf ihm liegt. Sie werden zu dem Schluss kommen, dass jemand so mächtig ist, der so mächtig ist, so viel Chaos verursachen kann. Riatavin wird alle Verbindungen zu Azkatla verlieren, weil sie die Aura aus Riatavin haben. Azkatla wird seine Hauptlieferanten verlieren und Kalim Schafen wird uneingeschränkt irgendwie hierher handeln können. Und was soll jetzt geschehen, Meister? Hahaha, ja, mir gefällt der Klang des Wortes Meister. Der Edelstein hat in der Tat wahre Wunder vollbracht. Die gesamten Streitkräfte von Riatavin haben sich dank dieses einfachen Edelsteins meines Willens unterworfen. Mit nur einem einzigen Befehl würden die Azkatla angreifen, wisst ihr das? Ihr seid der Einzige, der noch über seinen eigenen Willen verfügt. Bla bla bla, so schnell geht das nicht. Da muss ich gleich mal gucken, an welcher Stelle das aufgehört hat und von da aus weiterlesen. Das folgt, glaube ich, mit Absicht so schnell. Ich gieß mir was zu trinken ein. Wir kümmern uns da gleich drum, das hat ja keinen Zweck. Schön, dass du mit einer weiblichen Stimme redest. Vielleicht bist du ja sogar weiblich. Auf jeden Fall tötet ihr euch gegenseitig. Finde ich gut. Naja, dann gucken wir mal, was ihr euch so gegenseitig erzählt habt, damit wir das auch verstehen. Ja, ja, hör auf zu reden. Bitte. Bitte hör auf zu schwafeln, damit ich das mal nachvollziehen kann. So, Spielpause beginnt. Wo waren wir? Küstemeister, Kalmi Schafen wird die uneingeschränkte Kontrolle über die Meere haben. Ja, da waren wir auch schon.
Und was hat jetzt geschehen, Meister? Da waren wir, glaube ich, irgendwie... dennoch über seinen eigenen Willen verfügt, denn ich brauche euch noch für diverse Aufgaben. Wir hatten eine Art machen, Entrerie. Ihr wollt unsere Stadt für diese Tat die Reichtümer der Gilden von Kalmis Hafen überlassen. Ihr werdet euren Einfluss auf meine Soldaten sofort beenden. Aber nicht doch, mein Lieber. Das sind doch gar nicht eure Soldaten. Und sie waren es auch nie. Euer Anführer hat sie nach Adkatla geschafft. Da mein Dolch bereits in seinem Rücken steckte, als er sich auf den Weg machte. Danach hatte ich die Kontrolle. Ihr habt keine Ahnung, was wahre Macht bedeutet. Ich dachte, Artemis N3 arbeitet immer allein. Wenn es um Kalmis Hafen geht, dann nehme ich jede Hilfe, die ich kriegen kann. Wenn es persönlich wird, mein Lieber, dann arbeite ich immer allein. Dies ist doch ein persönlicher Moment. Und da ihr noch übrig seid, kann ich das so nicht hinnehmen. Deswegen werden wir das jetzt schnell beenden, oder? Ihr Unmensch, wir hatten eine Abmachung und ihr werdet für diese krumme Tour bezahlen. Ja, kommt und spürt den Hauch des Todes. Der Meister des Todes wird euch einen schnellen Weg aus eurer miserablen Existenz weisen. Sie attackieren sich gegenseitig, er macht neuen Schaden und der andere stirbt. Gut zu wissen. Jetzt aber wieder zur Tagesordnung. Während Adkatla die Reisenden empfangen wird, muss ich weitere Vorbereitungen treffen. Die Reisenden haben gar keine andere Wahl, als nach Adkatla aufzubrechen, um eine Lösung zu finden. Wenn sie versagen sollten, dann wird jeder Zivilist in der Stadt durch meine Hand sterben und die Reisenden werden gehäutet. Sie werden ihre Aufgabe erfüllen oder eines qualvollen Todes sterben. Ich werde mich vergewissern, dass Riatavins Streitkräfte bereit sind, gegen Adkatla zu ziehen. Schön. Passiert jetzt was? Nein? Ja? Vielleicht? Sagt mir, was doch. Ich hoffe, schwarzes Bild. Gut, reisen wir nach Adkatla. Wir dürfen ja eh nicht mehr zurück, wegen Schutzzaubern. Angeblich zumindest. Dann gehen wir hier raus. Na, Herr Riatavin-Soldat. Willst du mitkommen? Haben wir nichts gegen. Ich würde auch mit einer 10-Mann-Gruppe rumlaufen. Für 8 Mann hätten wir sogar noch Platz. Vielleicht für 9. Ich kümmere mich drum. Ja, aber 9 wird schon knapp. Ich glaube, mit 9 Charakteren wäre das. Gut, sie alle auf ein anständiges Level zu kriegen, wäre vielleicht schwierig, aber. Es wäre irgendwann unfair, wenn man es schaffen würde. Auf zum Regierungs. Ah, nein, wir sollten erst zu den Stadttoren, oder? Dauert ja nicht so lange von hier zu den Stadttoren. So, die Stadttore. Was soll ich tun? So. Ich bin euch stets für eure Hilfe dankbar. Da, wir sollten hier wahrscheinlich reinkommen und dann hätte uns Tormann abgefangen. Halt, ihr! Ja, ihr! Was ist euer Begehr? Wir suchen nach einem Ivralos aus Riatavin. Er soll in den letzten Tagen durch dieses Tor gekommen sein. Es tut mir leid, aber niemand aus Riatavin ist durch dieses Tor gekommen. Schon seit einer Woche nicht mehr. Der Handel ist wirklich sehr schwierig geworden. Verdammt. Fast habe ich es mir gedacht. Könntet ihr mir denn mir sagen, wo ich Aramir Estrel finden kann? Den Handelsbeauftragten von Adkatla? Ihr findet ihn im Gebäude des Rates der 6. Okay, ich muss mich nur auf den Weg machen und schnellstens mit ihm sprechen. Lebt wohl. Ja, gut. Dann gehen wir auch mal gleich wieder. Na, Ausrufer. Regierungsbezirk. Da sind wir ja jetzt endlich richtig. Nicht so wie eben. So, oh, was ist das? Ein Eichhörnchen. Was bist du, dicke Frau, eine Bürgerin? So, sammeln wir uns schön. Ja, hier haben wir dann noch den mysteriösen
Magier von Geheimnis des dunklen Gartens Modifikation oder so. Da kümmern wir uns auch drum, sobald ich Lust habe, die Vampire auszulöschen. So, wir sollen hier jemanden finden. Ist schon dich geschehen. Schon mal nicht. Aramir Estelle, dich sollen wir finden. Wichtiges Gespräch oder wir sind Sequenzmüll. Ich werde mir keine Aufmüpfigkeiten gefallen lassen, Bauernpack. Entschuldigt. Hört auf zu rempeln. Wollt ihr irgendwas Bestimmtes? Seid ihr Aramir Estelle, das Oberhaupt der Händler von Akatla? Das bin ich in der Tat. Warum seid ihr so außer Atem? Der Bürgermeister von Riatavin, Evralos, machte sich vor einigen Tagen auf den Weg, um euch persönlich wegen der Handelsprobleme in Riatavin zu sprechen. Die Torwachen Akatlas haben nicht gesehen, wie er die Stadt betreten hat. Auch ist er nicht nach Riatavin zurückgekehrt. Ah, das verheißt nichts Gutes. Da er es nicht tat, werde ich euch die Situation erläutern. Während der letzten Tage haben Meuchelmörder... was soll sowas denn jetzt? Das passt mir gar nicht. Ergreift diese Person dort! Was zum... Was wollt ihr, alter Mann? Ich habe doch nichts Unrechtes getan. Nichts Unrechtes getan, sagt ihr? Ich muss euch sagen, dass ich die Aura einer Person über eine große Distanz wahrnehmen kann. Ich spüre, dass ihr die Quelle der... Toll, der Text geht ineinander über. Das kann man nicht mehr lesen, wenn man das Video anhält und alle Zeit der Welt hat. Okay, außer man spult zurück und... Ja, wir gucken es gleich mal wieder nach. Kostet ja nur unnötig Zeit. Wie nett. Kann ich das nicht... ja, meine danke. Beine tun mir weh. Wo waren wir? So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Wo waren wir genau? Was wollt ihr? Bitte eine kleine Rast anlegen. Irgendwann ist auch genug. Was zum? Was wollt ihr, alter Mann? Ich habe nichts Unrechtes getan. Nichts Unrechtes getan, sagt ihr. Ich muss euch sagen, dass ich die Aura einer Person über große Distanz wahrnehmen kann. Ich spüre, dass ihr die Quelle der Handelsprobleme seid. Ihr seid die Ursache für die Morde von Riatavin und ihr werdet nicht mehr dazu kommen, noch mehr Unheil anzurichten. Was? Ihr scheint einen großen Fehler zu machen. Ich habe keine Aura, die mich umgibt. Wartet eine Minute. Dieser Amroch, er hat die Aura auf mich gelegt und mir weismachen wollen, sie würde meine guten Absichten erkennen lassen. Aber er hat mich reingelegt. Eure Lügen werden ungehört bleiben. Hier und jetzt werdet ihr verurteilt und ins Gefängnis geworfen. Wachen, werft diese Gruppe ins Gefängnis. Wenn ihr zwei Waffen gleichzeitig verwenden wollt, platziert einfach eine im zweiten Waffenslot. Ja, weiter geht's, ja? Der Rat hat stundenlang über die letzten Ereignisse diskutiert und sich die letzten Stunden gemeinsam beraten. Dann habt ihr also eure Fehleinschätzungen eingesehen. Juhu, eine Tür. Der Rat hat sich beraten und debattiert und er ist zu einer Entscheidung gekommen. Ihr seid des Mordes an den Händlern und Edelleuten von Riatavin schuldig. Außerdem seid ihr schuldig, die Stadt Adkatla und Riatavin gegeneinander irgendwas. Ja. Warum muss es nur so sein? Warum kann man es nicht als normales Gespräch ablaufen lassen? Dass man nicht nachlesen muss. Einige Sachen, wie man schon gesehen hat, müsste man ja trotzdem nachlesen. Weil man sie nicht schnell genug mitlesen kann. Ja. So, was hast du gesagt? Wo waren wir? Eure Fehleinschätzung eingesehen. Der Rat hat sich beraten und debattiert und er ist zu einer Entscheidung gekommen. Ihr seid des Mordes an dem Händler und der Edelleute von Riatavin schuldig. Außerdem seid ihr schuldig, die Städte Adkatla und Riatavin gegeneinander ausgespielt zu haben. Da die Beweise jedoch nicht ausreichend sind, werdet ihr nicht zum Tode verurteilt. Stattdessen werdet ihr den Rest eures Lebens in der Zauberfeste verbringen. Ihr macht wirklich einen großen Fehler, alter Mann. In ein paar Stunden werdet ihr zur Zauberfeste auslaufen. In der Zwischenzeit werdet ihr in das Gefängnis von Adkatla gebracht. Lebt wohl. Eine Schande, dass jemand mit so vielen Möglichkeiten so enden muss. Interessant. Und du verschwindest durch die Wand.
Aus dem die Zauberfeste. Da ist doch schon längst gar nichts mehr. Ihr macht einen Fehler, alter Mann. Einen schweren Fehler. Die wahren Schuldigen sind auch immer auf freiem Fuß. Genug. Ihr werdet auf ein Sklavenschiff zur Zauberfeste gebracht. Gute Reise. Die Seeleute werden euch gebührend behandeln. Ihr werdet keine schöne Reise zur Zauberfeste haben. Gut. Das kommt man gerade noch so mitlesen. Wie nett. Darf ich irgendwann auch mal speichern? Ja, danke. Ei, sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Kalon Lendras. Ihr seid nun auf der Seegöttin und ihr werdet zur Zauberfeste gebracht. Eure Waffen dürft ihr behalten, da die Meere viele Gefahren beherbergen und für jede Hilfe gebrauchen können. Wenn ihr euch gegen uns stellt, geht ihr über Bord. Wer seid ihr? Ihr wisst doch, dass wir unschuldig sind, oder? Ich bin Captain Kalon Lendras. Eure Unschuld geht mich nichts an. Ich befördere nur Passagiere zur Zauberfeste. Sieht so aus, als hättet ihr nur für den Hinweg gebraucht. Sieht so aus, als hättet ihr nur für den Hinweg gebucht, oder? Ha, ihr werdet froh sein, mich wieder los zu sein, bevor ich euch niederstrecke. So versteht doch, wir sind unschuldig. Die wahren Schuldigen sind doch immer auf freiem Fuß und richten vielleicht noch mehr Schaden an. Nochmals, das geht mich nichts an. Ich bin der Captain der Seegöttin. Und eine sichere Passage ist meine einzige Priorität. Wie lange wird es dauern, bis wir dort ankommen? Was wäre, wenn ich der Captain dieses Schiffes wäre? Wie würde euch das gefallen? Wann kommen wir dort an? Wir werden unsere Ziele innerhalb der nächsten 3 Tage erreichen. Und ich würde euch raten, euch zivilisiert zu benehmen, da ich euch ungern den Haien zum Fraß verwerfen würde. Hier gibt es keine Zeugen, solltet ihr wissen. Jetzt muss ich wieder in meine Kabine. Na ja. Interessant. Nichts passiert. Zeig mir wohin und ich schlage zu. Der Magen von Minsk fühlt sich nicht gut an. Ihr mögt wohl das Meer nicht, Minsk. Ich habe immer gedacht, dass ein großer Kerl wie ihr einer seid, auf der See keine Probleme haben würde. Oh, wenn ich nur... Was war das, Bohr? Storch? Wenn ich nur so Storch wie Bohr wäre, würde es mir gut gehen. Er war schon im Weltraum und wurde nicht krank. Oh, der Magen von Minsk dreht sich wie wild. So wie der Zorn von 1000 Bohrs. Das ist besser. Verzeih mir, Bohr. Ich bringe dich in Verlegenheit, oder? Ihr seid ziemlich streng mit euch, Minsk. Auch so große und starke Krieger wie ihr einer seid, müssen Schwächen haben. Ihr benehmt euch wie ein Waschlappen, Minsk. Vielleicht nehme ich Bo und ziehe ihn allein auf. Ihm Bo weggeben und ihn allein aufziehen, ja. Könnt ihr euch an eine Zeit erinnern, als ihr sehr schwer auf den Kopf geschlagen wurdet, Minsk? Nehmen wir das erste, dass er nicht so streng mit sich sein soll. Stimmt, aber ich versuche in Bohrs Gegenwart nicht schwach zu sein. Wenn ihr mich so sehen sollte, was soll dann auf einmal aus ihm werden? Bo wird groß und stark werden. Davon bin ich überzeugt, Minsk. Ja, das sind wir wirklich. Bo ist in Wirklichkeit der Held der ganzen Geschichte. Und er wird sämtliche Bale-Essenz in sich aufnehmen und zum Gott aufsteigen. Ich warte. Ich bin dabei. Ei? Sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Wir sind jetzt auf dem Weg. Der Hafen in Adkatla ist außer Sichtweite. Ich sollte euch erinnern, dass es euch freisteht, über Bord zu springen. Aber ihr würdet wohl nicht sehr lange überleben. In kürzester Zeit würden euch die Haie fressen. Wenn ihr also den Wunsch haben solltet zu sterben, dann springt ruhig. Wir haben keine Veranlassung zu springen. Wenn ich nicht dabei sterben würde, dann würde ich springen. Dennoch scheint dies der beste Zeitpunkt zu sein, mein Leben ein vorzeitiges Ende zu setzen. Nehmen wir mal das erste. Wir haben keine Veranlassung zu springen. Jo, Sequenzen. Ich fürchte, das
Ich fürchte, dass wir ein Filoteil gefällt haben, Brüder. Erklärt euch. Ich spüre, dass das Böse noch nicht verschwunden ist. Aber es ist immer noch in Amm und immer noch sehr stark. Es scheint, als wäre die verurteilte Gruppe nicht der Grund des Übels. Wir müssen dem Rat von dem Fehler und dem immer noch existierenden Bösen berichten. Die Atave muss gründlich gesäubert werden oder so. Nein, ich muss meinem Meister berichten. Erstatten, dass sein Plan fehlgeschlagen ist, bevor Adkatlar die Atave ihn durchsuchen lässt. Gut, die Sequenz haben wir irgendwie zufällig geschafft. Och man, hört das jetzt mal auf hier. Meister, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Euer Plan ist fehlgeschlagen. Und die Magierkundigen von Adler können das Böse hier in Riatavin spüren. Was, ihr närrischer alter Mann. Was habt ihr... Alles, was ihr tun solltet, war, ihm Glauben zu machen, dass diese Abenteuergruppe die Wurzel des Bösen ist oder so eine Art. Bitte, das hat die Gruppe verursacht. Sie müssen noch mächtiger sein, als ich es vorher angenommen habe. Dann werden sie durch meine Klinge sterben. Das versichere ich euch. Aber ihr werdet kläglich aber ihr habt kläglich versagt, alter Mann. Jetzt werdet ihr den Preis dafür bezahlen, dass ihr in Atremis 3 enttäuscht habt oder so. Komischerweise hält er viel mehr aus als dieser komische andere Krieger. Na? Ich muss den Notfallplan anwenden, damit niemand herausbekommt, dass Kalmis Hafen dahinter steckt. Dieses Juwel ist unglaublich nützlich, um Verbündete anzuheuern. Ich werde die Nelanda-Piraten die Docks von Atkantla stürmen lassen. Sie werden den Handel lähmen und dafür verantwortlich gemacht werden. Zwischendurch habe ich doch noch etwas zu erledigen. Und wie es schon immer war, N3 arbeitet allein. Keine Sorge, Reisende. Wenn wir uns treffen sollten, dann bringen wir es zu Ende oder so in der Art. Wo ist denn die Rüstung, die hier vorher nochmal lag? Ich würde gerne die ganzen Gegenstände haben. Du Monster. Er klaut mir die Ausrüstung, die mir zusteht. Sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Ja, Briaka, du beschwerst dich diesmal gar nicht, weil wir auf einem Schiff sind. Dann halt nicht. Mir scheint heute wohl nicht die Einzigen zu sein, die Route befahren. Ich nehme an, dass es sich um Handelsschiffe handelt. Aber das sind mindestens 1, 2, 5. Es sind so viele. Sehr seltsam, so viele Schiffe auf der gleichen Route zu sehen. Matrosen, an die Fernrohre. Klettert zum Krähennest empor und seht nach, wer sich in diesem Schiff befindet. Auf diesen Schiffen befindet. Besatzungsbefehl. Captain! Da sind die Captain, da sind die Nelanta-Piraten. Ich sehe Geschütze und die Besatzung sehen ziemlich furchterregend aus. Wie viele Schiffe sind dort draußen? Ich zähle 9 Schiffe und fast jede Piratenbande ist unter ihnen. Die schwarzen Schädel, die blutigen Seeräuber, die krummen Entersäbel. Und ich sehe die Seehexe, die Piraten des eisernen Enterhakens, die schwarzen Korsaren. Auch die gefürchtetsten Kapitäne sind zu sehen. Schwarzbart, der rote Harry, der hölzerne Jack. Und sie alle sind da. Was? Die Nelanter-Piraten segeln niemals zusammen. Es muss irgendwo Krieg geben. Aber wartet. Sie setzen Kurs auf Adkatla. Sie haben ihre Flagge gehisst. Das bedeutet nichts Gutes. Sie steuern auf den Hafen zu. Verdammt. Wir müssen umkehren und Adkatla warnen. Und euch rate ich zu kämpfen, falls ihr davon kommen solltet. Andernfalls werdet ihr meine Klinge zu spüren bekommen. Wendet das Schiff schnell. Achtung, sie kommen. Beeilt euch. Sie feuern auf uns. Das Schiff wackelt. Wir landen irgendwo. Keine Ahnung. Dürfen wir speichern? Juhu. Ja, dann... Ei, sprecht euch aus, wenn ihr müsst. Uns steht ein großer Kampf bevor und ihr solltet wissen, dass ihr kämpfen müsst. Wenn ihr davonlauft, werdet ihr meine Klinge in eurem Rücken spüren. Das sagtest du bereits. Da kommt, wir müssen alle vor der ankommenden Flotte warnen. Wenn es denn sein muss. Geht ihr von alleine nach oben oder? Ah, ihr geht von alleine da irgendwo hin. Das ist ja interessant. Kommt
der Rest jetzt auch nochmal. Hallo, Imuen. Es wäre nett, wenn ihr anfangen würdet. Den Rest kann ich dann nachher noch hochholen. Beeilt euch, der Hafen wird angegriffen. Ein Angriff? Von wem? Von den Lanta-Piraten. Und zwar alle von ihnen, wie wir vermuten. Er spricht die Wahrheit. Das zeigt eure euren schrecklichen Fehler, den ihr begangen habt, indem ihr uns beschuldigt habt. Verdammt! Wir sind untröstlich wegen unserer Fehleinschätzung, aber wir müssen uns vorbereiten. Sie sind schon fast da. Seht, ich kann sie in der Ferne schon erkennen. Bereitet euch auf einen harten Kampf vor. Ja, darf ich jetzt mal eben noch kämpfen ein bisschen? Dann räumen wir eben noch den Hafen. Und, danke. So. Ihr könnt mal noch hier hochkommen. Ja? Hier ist dahin. Och ja, mit Feuerbällen zu arbeiten ist vermutlich nicht so klug. Okay, okay, schön. Ja. Wir machen mal ein bisschen der Hera. Hier, KI. Ich warte. Metzeln wir uns einfach durch. Ach, immerhin. Kriegt doch nicht so viel Schaden. Aber ich darf nicht vergessen, dass du eine Fernkampfwaffe hast. Genauso wie Eri. Das heißt, ihr blockt im Nahkampf weniger. Ja, ihr macht ihn schon kaputt und ihr macht die kaputt. Ja, ein Schlachtfest. Die sind jetzt auch nicht wirklich stark irgendwie. Die geben auch dann nur so 120 Erfahrungspunkte. Okay, das gibt viel zu durchsuchen, wenn wir hier fertig sind. Wer bist du denn? Ritter des Ordens? Hast nichts zu sagen. Wie schön. Ich kümmere mich drum. Okay, jede Menge Krummsäbel und Lederrüstung plus 1. Ja, wir messen uns weiter durch und die hebe ich dann wohl besser alleine auf, was? Naja, das dauert eh nur elendig lange. Vielleicht verschachere ich die dann ja auch gleich direkt. Das ist schon nett, dass sie jede Menge Krummsäbel und Dinger plus 1 haben, Lederrüstung. Ja, ihr macht mir ab und zu mal ein bisschen Schaden, das ist nicht weiter schlimm. Was ist das? Eine Ratte. Eine bösartige Ratte. Wir könnten sie auch in Knusperratten verwandeln. Aber nein. So. Ich weiß ja nicht. Was ist das denn hier? Wenigstens hat niemand den Raufbold getötet. Das ist wichtig. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket. So, hier sind schon mal wenige Leute. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir... Und wenn hier jetzt nichts mehr passiert und hier unten nichts ist. Fischer. Seemann. Ne. Dann, sehen wir uns hier nächstes Mal und werden mal... ja, ich weiß nicht. Sollten wir jetzt nochmal ins Regierungsgebäude gehen und danach fragen? Wir könnten es versuchen auf jeden Fall. Ja, ich schätze, wir gehen als nächstes nochmal ins Regierungsgebäude, wenn ich hier alles aufgesammelt und verstaut habe. Also, bis zum nächsten Mal.